Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo und ein Like freuen. Ist kostenlos und dann verpasst in Zukunft auch keine Videos mehr. Außerdem teilt auch gerne das Video mit euren Freunden und mich auch extrem supporten. Gestern war ich leider relativ krank, deshalb kamen dort keine Videos. Allerdings kommen heute dafür wieder Videos. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Item-Shop an. Und heute haben wir einen doppelten Shop. Also gestern den Star Wars Shop hier hinten hatte ich ja schon gesehen. Habt ihr natürlich, wenn ihr nicht mein Shop-Video gesehen habt, noch nicht gesehen, werde ich dann erst mal vorstellen. Aber dafür haben wir heute zusätzlich nochmal einen Klassen-Shop nebenbei. Ich würde nur sagen, wir beginnen hier mit dem klassischen Shop und danach machen wir weiter mit dem Star Wars Shop. Als erstes haben wir hier den Rote Yada-Skin, dann den Kunia-Skin und die männliche Version in Kenji. Dazu die Klauen-Spitzhacken, die Verbandslackierung und den Falkengleiter. Als nächstes haben wir die Kuschelbeauftragte, dazu Kuschel Airlines als Gleiter, die Kuschelkrallen als Spitzhacke und dann die Kuscheltarnung. Dann haben wir als nächstes den Gage Skin, dann nochmal den Ohr-Peinlich-Emote, als nächstes haben wir den Hampelmann, dann noch den Facetten-Skin, dann Saxophon Groove. Und es, ich glaube, ich kaufe mir tatsächlich diese Musik. Dann habe ich nämlich auch mal eine Abwechslung in den Videos. Wird sie erst im Easy reingegönnt. Außerdem 200 V-Bucks für eine Musik sind eben halt wirklich vollkommen in Ordnung. Pack ich hier rein und mache Musik nochmal etwas lauter. Also 25%. So, ist eine nice Musik. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Schrittwechselmodus noch. Dann gehen wir weiter hier zum Star Wars Shop, der gestern ja wirklich komplett überraschend im Shop war. Hatte damit etwas einfach zu tun, dass gestern die Game Awards waren in der Nacht und dazu eben halt dann passend im Spiel die ganzen Star Wars Skins reingekommen sind, damit die das eben halt auf den Game Awards ankündigen konnten. Auf jeden Fall haben wir hier einmal im Prinzip das gesamte Paket, dazu einmal hier den Finn-Skin mit der Widerstand als Backpack, dann haben wir Rey, auch mit dem Backpack der Jedi-Orden, dann den Sith-Trooper, etwas ähnlich zum Stormtrooper, den wir ja bereits schon für etwas längerer Zeit hatten. Ich frage mich, ob dazu dann auch noch weitere Sachen reinkommen, weil das ja jetzt das neue Trilogie-Set ist. Und das originale Trilogie-Set, da ist ja bisher nur ein einziger Skin drin. Den fahren wir dann als letztes noch das Death Trooper Blaster Gewehr, auch als Backpack. Dann haben wir hier zusätzlich noch zu Rays Kampfstab. Hier eine Besonderheit, glaube ich. Oder ich glaube, das ist eine normale Spitzhacke hier, die normal schwingt. Aber hier genau der Schlagstock. Die Spitzhacke hält er im Prinzip so unterm Arm und schwingt horizontal. Nicht wie sonst immer so von oben nach links unten und dann von links oben nach rechts unten so der Spitzhacke. Das heißt, hier eine sehr besondere Animation. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann haben wir noch den Tai-Jäger der ersten Ordnung. Wenn ihr morgen auch das wenn ihr heute Abend das Live-Event erlebt, dann bekommt er auch einen kostenlosen Gleiter. Ich weiß gar nicht, wie genau der heißt. Müsste eigentlich in den Neuigkeiten sein. Neuigkeiten gibt es ja gar nicht mehr. Kommen wir gleich nochmal zu. Ja, Sith Trooper hatten wir ja schon. Auf jeden Fall haben wir dann noch einmal Verräter. Hier wird es im Prinzip gezeigt, wie das ungefähr, wie das läuft. Eben halt. Also relativ ähnlich eigentlich zur Spitzhacke. Nur, dass sie sich immer nicht dreht, sondern immer dann von links nach rechts schwingt. Für 300 V-Bucks aber vollkommen in Ordnung, das Emote. Und dann hier könnt ihr als Geschenk kaufen an eure Freunde und diese Banner dann verschenken. Einmal hier Banner des Widerstandes und dann Banner der ersten Ordnung. Ist auf jeden Fall ganz cool. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Allerdings wollte ich euch ja nochmal zeigen, was ihr dazu bekommt. Und zwar hier diesen Gleiter. Den bekommt man gratis dazu, wenn ihr eben halt um 20 Uhr heute im Spiel drin seid. Beziehungsweise auch, glaube ich, in der Runde drin seid. Das war's auf jeden Fall jetzt wirklich mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.